So, jetzt hacken. Der ist relativ einfach. Da muss ich keinen Auto-Hacker benutzen. Super. So, eins davon. Weiter, 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 weiter. Dann muss ich hier wieder runter. Das nach da, das nach da. Das kann so bleiben. Das auch. Und jetzt eigentlich nur noch nach da. Sah ein bisschen komisch aus, aber okay. Feindkontakt. Stickstoffgranate. Was finden wir denn im Mülleimer? Ein Messingrohr, das ist gut. Ich weiß immer noch nicht, wen ich killen muss. Und vor allem wo. Und drücke, ja super. Diesen Hinweis gibt es gerade nicht. Tschüss. Super. Ich kann die Dinger nämlich so gut wie es geht jetzt recyceln. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. So, die Frage ist, hier bin ich. Die Frage ist, wo muss ich hin? Gatherer's Garden, Genbank, Zielinfo. Findest und ihn wegen seines Meisterwerks tötest. In einem vereisten Abschnitt der Poseidon Plaza eingesperrt. Poseidon Plaza. Fleet Hall, das ist noch unbekannt, das auch. Dann werde ich mal gucken, dass ich da lang gehe. Oder bin ich hier richtig? Jo. Poseidon Plaza, okay. Shit. Oh, Gott sei Dank. Ich brauche hier nämlich, glaube ich, elektrisch behalte ich mal. Den Insektenschmarrn brauche ich nicht, dafür brauche ich Abfackeln. So, den habe ich schon gehackt. Ich habe aber alles, was ich brauche. Ich kann deinen Atem sehen. So, wir können ja ruhig hier ein bisschen... Der Eismann kommt. Panzer brechen, für die Pistole wahrscheinlich. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunder Baby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Okay. Big Daddy. Meine Rolle, meine. Dein Baby, ich bin. Wo willst du hin, Schätzchen? Alter Schwede. Was geht denn hier ab? Ich finde die Bolzen super. Ja. Ihr seid doch die Juliten, die hier gerade wie die Fliegen sterben. Oh, Splicer-Organ.
Limit erreicht, Verbandskästen, ich verstehe. Hallo, er hat mich gefunden. So, automatisch hacken. Na, wo seid ihr denn? Ihr Bubis. Hm? Autohacker nehme ich noch mal ein paar. Ich habe aber nicht viel Kohle. So. Kann ich hier gucken, ob noch irgendwo Bolz... Also es ist natürlich unwahrscheinlich, dass ich hier alles... wie heißt's? Dass hier jeder Bolzen wunderbar funktioniert. Gut, dann muss ich hier da lang auf jeden Fall. So, eins nach oben, dann nach rechts und nach oben. Wärmesuchend, Fallenbolzen ist vielleicht auch ganz nett. Ionisches Gel, Explosivschrot. Nee, ich bleib bei den Bolzen. Ich mag die. Oh, ja. Ich kann die trotzdem herstellen. Okay, hier unten kann ich noch nicht lang. Ich muss den Typen hier irgendwo finden. So, lass ich die mal in die Ruhe. Hallo! Ich... Och. Ich will doch nur meine... So. Hat aber soweit ganz gut trotzdem funktioniert. Brandbolzen. So, so viel wie ich hab. Fontaine wusste, dass unsere Leute kommen. Wir hatten keine Chance. Hallo Cleveland. Die Fleißer kamen schreiend aus dem Hinterhalt. Sie spielen Feuer, schmuckten Eis wie biblische Dämonen. Hab sowas noch nie gesehen. Er hat kein Unternehmen aufgebaut, sondern eine Armee. Tja, das hätte ich mir aber gleich denken können. So, ich brauche Kohle für Autohacker. Hier sind noch überall Fallenbolzen. Die Frage ist... So, Fallenbolzen hier. So, Spielautomat, nee. Ich kann hier auch selbst ein paar Fallenbolzen anrichten. Vielleicht sollte ich das auch mal tun. Ah, die können mich selbst. Das wusste ich nicht. Okay. Dann bin ich mal mit den Fallenbolzen vorsichtig. Und nehme ganz normale Stahlbolzen. Hier oben wieder raus. Dynamisches Gel brauche ich jetzt aber nicht. Ne, den brauche ich jetzt erstmal nicht hacken. Das ist mir auch zu schwer mittlerweile. Meine Sammlung ist nun fast komplett. Bald werden wir sehen, wer der wahre Künstler ist. Sag dem alten Aasgeier, seine Musik ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ja, das werde ich tun. Dann komm doch raus. Komm, Bubi. Hat Bumm gemacht. Immer. Was geht denn hier ab?
Wow! Komm hier hoch. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss hier rein. Ich bin saufroh. Oh, Teddybär. Wahrscheinlich so ein kleiner Schritt für die Little Sisters. Cohen, komm her. Bubi. Na, komm her. Nein! Wo ist die, Little Sister? Wo ist sie hin? Was war das denn? Warum bin ich denn... Oh, ja, komm, man kann es übertreiben. Ich weiß nicht warum oder was da los war, warum ich auf einmal so langsam gewesen bin, aber irgendwie war das jetzt alles. Ne, Kontaktmenü nicht, Splitter. Wärmesuchend. So, wo ist denn der Big Daddy? Ich ganz vergessen, den ionischen Schrot zu benutzen. Hm, wo ist der böse Big Daddy? Wo ist er? Der Bubi. Verdammte Scheiße nochmal! Gut! Irgendwas kann doch gar nicht stimmen. Warum bin ich denn so langsam? Ich warte jetzt hier in Ruhe. Wo ist denn die Kleine? Reicht das von hier? Schickt. So. Ist natürlich doof gelaufen. Ach, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt richtig. Nein! Ich will doch diese Leiche. Ach, Kacke. Jo, ist blöd gelaufen, weil die Little Sister uns jetzt abhanden gekommen ist. Das war nicht so schön. Hallo. So. Ja, super, Bolzen. Destilliertes Wasser. Eve's Garden, XXX, müssen wir dahin. Will ich dahin? Eigentlich ja. Die Gutmenschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie von Payne, aber er hatte sich selbst eingebrockt. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Ich will es probieren. Oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen, wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugute kommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. So, so, Fontaine soll getötet werden. Und dementsprechend
wollte Andrew Ryan also seinen Besitz haben. Also das, was er verteufelt hat, macht er hier gerade im großen Stil selbst. Oh, so eine ekelhafte Maulhure ist das. Auf der einen Seite das eine verfolgen, das andere verteufeln, aber auf der anderen Seite den gleichen Shit selbst machen. Ja, ja, der Mensch, der Mensch. Gescheit daher schwätzen, aber im Endeffekt hat er doch sein eigenes Wohl und seinen eigenen Nutzen. Kohle, Kohle, Kohle nehme ich mit. Ich interessiere mich ja hier für Rapture nicht. Deswegen kann ich mir ruhig alles mitnehmen. Ionischer Schrot. Gleich mal ausrüsten. So, und die Stahlbolzen natürlich nicht vergessen. So, keine Ahnung, ich will meine Isgarden. Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Hm? Mehrtiger. Aha. Interessant, ist er also ins Bordell gegangen. Ist ja jetzt erstmal nichts Verbotenes. Aber so als Bürgermeister oder als Chef hier sollte man schon in meinen Augen ein bisschen mehr Achtung vor sich selbst haben. Aber dagegen kann man wohl nichts machen. Boah. Glück gehabt. So, was kann ich denn hier machen?